Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute, liebe Freunde, haben wir mal wieder ein richtig, richtig geiles Leben in Video am Start. Und zwar heute das Leben in einem Ender Dragon. Und mit dabei haben wir Sinte. Fantastisches Hallihallöchen, Leute. Hallihallöchen, Leute. Und noch eine Kleinigkeit, die ich am Rande erwähnen wollte, weil ich gestern in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich habe gesehen, dass der liebe Epix dann das gleiche jetzt gemacht hat und es wurde mir vorgeworfen, dass wir das angeblich von ihm nachgemacht hätten. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Wir haben das Ganze selbst bei einem, ich glaube, brasilianischen oder spanischen YouTuber gesehen. Also ich wollte euch nur mal darauf aufmerksam machen, dass wir das Ganze auch nicht erfunden haben. Falls wir das noch nicht gesagt haben, dann wisst ihr das jetzt. Und wir haben das Ganze auch nicht nachgemacht. Soll auch kein Hate sein oder sowas an Epix dann. Aber ich wollte das Ganze mal klären, dass wir das halt eher gemacht haben als Epix dann. Und ja, jetzt viel Spaß beim Video. Okay, ein neuer Morgen hier. Schön, oh, hä? Wo sind wir? Hä? Haus? Sinte? Sinte, aufwachen! Ja, was schreist denn so rum hier? Du, wo sind wir hier? Ein Göttertempel? Daheim in Main City? Nein, Moment, wir sind nicht mal in Main City. Moment mal. Ich sehe es gerade. Also ganz so koscher ist man das auch nicht hier, wo wir hier gerade sind. Ja, das ist auf keinen Fall Main City hier, denn guck dir das mal an. Wir sind hier irgendwo auf dem Feld. Guck dir mal an. Ah, dieser Zaun tut weh. Ja, da musst du aufpassen. Ich hab den auch nicht gesehen. Irgend so ein Göttertempel und wir sind einfach irgendwo gestrandet. Guck mal, da sind sogar Bären auf dem Wasser. Was ist denn da los, heilige Makrele? Kann doch nicht wahr sein, da sind Bären im Wasser drin. Bären im Wasser, hä? Heilige Makrele, okay. Das ist gerade etwas merkwürdig. Und ich frage mich ja jetzt auch ein bisschen, wo dieser Drache sein soll, weil du hast ja auch wahrscheinlich schon im Fernseher gehört von der Schlagzeile, dass momentan hier ein Drache wohl so ein bisschen randaliert, ne? Guck mal in die Kiste da rein, da für Sachen drin sind. Eine irgendwelche Höllenskorpion-Rüstung? Glaubst du, es könnte was damit zu tun haben, dass wir vielleicht die Auserwählten sind, die den Drachen bekämpfen sollen? Kann ich mir gut vorstellen. Alter, wie siehst du denn aus? Gut siehst du aus. Mir fehlen die Worte. Richtig gut siehst gefährlich. Du aus. Ja, richtig gut siehst sogar du aus. Ich als Noob sehe gerade ein bisschen gefährlich aus, ne? Du machst mir richtig Angst. Du mir aber auch. Guck mal, wie aggressiv ich aussehe. Guck mal, diese blauen Augen passen voll dazu von mir. Siehst du das? Ja. Alter Schwede. Du siehst richtig böse aus. Also wenn... Ich glaube, wenn man mich nicht kennen würde, dann würde man schon ein bisschen Angst bekommen, oder? Ja. Aber tut's weh. Hör doch auf. Hast du irgendwelche Effekte sowas? Ich habe so einen Brandeffekt. Ich glaube, wir können andere Leute anzünden. Ja, geilo. Das ist schon... Kann man sich ja weniger beschweren. Das ist schon ganz krass. Und besonders jetzt mit dem schönen Diamantos-Schwert, ne, können wir, denke ich mal, auch ein paar Leute töten. Ich komme mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendeinen Drachen finden. Aber ich glaube, das wird eher... Hier sind Elefanten. Elefanten? Ja. Alter, okay, aber Elefanten lassen wir in Ruhe. Bären, solange die uns... Lol, der steht einfach auf, der Bär. Hallo, Bär? Okay. Ja, ich gehe einfach mal weiter. Ich möchte auch die Tiere eigentlich nicht angreifen, weil ich meine, ich bin ja auch ein friedlicher Mensch, ne? Nur ich möchte halt so einen Enderdrachen, der halt hier versucht zu randalieren und Sachen kaputt zu machen, das kann ich einfach nicht tolerieren, weißt du? Das ist einfach... Okay, warte, ich gehe mal kurz nach da hinten. Ich gucke auch mal ein bisschen. Guck dich auch mal um. Ich gehe auch mal hier nach hinten, hinter dem Haus vielleicht. Ist hier irgendwie ein Geheimgang oder so? Nee. Ja, ich würde sagen, treffen wir uns wieder im Haus. Ja. Was ist das? Was denn? Hä? Tim? Er ist weg. Tim, komm zum Haus! Schnell! Hä? Was zur Hölle? Wo ist er denn hin? Was? Enderdrache, wo ist er denn? Enderdrache, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh nein, da kommt er. Oh nein, nein, ich muss mich verstecken. Verstecken. Wow! Wo bin ich denn gelandet? Tim! Aufwachen, Tim! Wach doch auf! Hallo! Mein Kopf, wo bin ich? Wir sind in einem Enderdrachen gelandet. Guck dir mal die Szene an. Was ist denn hier los? Alter Heilige. Schwede! Dieser Enderdrache ist doch wohl ein bisschen brutaler als gedacht. Kann das sein? Mein ganzer Kopf tut weh. Mich hat er richtig erwischt hier, du blöder Ender-Drag. Lass ihn mal er zählt gar keinen Mann. Er ist ja... Man kann ihm gar keinen Schaden zufügen. Also, er schreit ja gar nicht oder so. Nee. Mann. Auch die sieht richtig stabil aus. Was sollen wir denn hier tun? Lass uns mal ganz kurz in diesen inneren Bereich gehen. Sieht so ein bisschen, wie soll man sagen, endermäßig aus, ne?
Genau, also zu spaßen ist da nicht. Guck mal, überall Lava hier. Ja. Das hier? Was ist das für ein Ei? Oh, Tim, warte, du kannst hier auch... Pet! Oh! Alter Schwede! Mal, du kannst dir hier so ein Ei raus, dann kannst du so Endermites spawnen. Alter, lass es doch! Voll gefährlich! Boah, ich bekomme langsam richtig Hunger, ne? Ja, was sollen wir denn jetzt hier machen? Hast du noch Essen? Ich habe so Hunger! Ja, kein Stress hier. Boah, in der Kiste lag noch. Ich habe so Hunger. Warte mal, Tim. Tim, warte mal, komm mal her. Ja? Hast du noch TNT von dem Pyrotechniker Werner? Hast du? Ja. Alter, vielleicht können wir... Alter! Was ist denn Jens los? Guck dir das an! Das sind auf einmal Skelette! Wow. Alter! Die waren hier gerade noch nicht. Die waren hier garantiert noch nicht. Guck dir den mal an, die sehen ja richtig schrecklich aus. Ich hoffe, dass hier keiner von unseren Verwandten oder sowas drin ist, ne? Denkst du, Opa Francesco ist einer dieser Leichen? Ich hoffe doch nicht, weil damals... Nicht, dass Opa Francesco erwischt hat. Ja, er war ja immer so ein Ender-Dragon-Fighter, ne? Der war immer... Und er war auch ein Ender-Drachen-Fan. Er meinte immer so von wegen, ja, Ender-Drachen, ich bin davon überzeugt, man kann die auch zähmen, man kann auch mit ihnen leben. Nicht, dass er sich da irgendwie zu überschätzt hat und dass er auch diesen Ender-Drachen zähmen wollte und dass er dann hier gelandet ist. Das wäre natürlich... Ich hoffe einfach, dass es ihm gut geht, dem Opa Francesco. Das wäre natürlich überhaupt nicht gut. Aber zurück zur Sache, wie sollen wir hier rauskommen? Ich hab ein bisschen TNT. Du hast ein bisschen TNT von Pyrotechniker Werner? Ja, nee, Pyrotechniker Manni hat's mir gegeben. Manni, wer ist denn das? Ja, ist ein Cousin. Lass mir das bitte, gib mal bitte. Ja. Hast du Feuer? Perfekt. Ja, klaro. Das wäre ganz gut, Feuer. Warte mal. Er meinte irgendwie, wir müssen das Fass zum Überlaufen bringen. Denkst du, wenn wir jetzt hier zum Beispiel so Eckpunkte... Heilige, ist da ein Enderman drin? Ich weiß es gar nicht. Alter Schwede. Komm, boost mich mal hier hoch. Komm, einmal. Hast du? Ja, aber der ist nichts drin. Nee, dann habe ich nicht wohl verschaut. Dachte schon hier. Warte mal, vielleicht können wir auch versuchen. Vielleicht kann man hier irgendwie durchgehen oder so. Warte mal, schauen wir mal. Okay, da sehe ich was. Moment. Aufpassen, ne? Ich platziere mal TNT und spring mal. Oh Gott. Geh in Deckung! Jo. Warte, komm. Hier nochmal, hau nochmal was rein. Ich hau nochmal was rein, Moment. So. Oh, jetzt drop mich gleich wieder jetzt hoch. Halt. Oh Gott. Was machst du denn? Und? Irgendwie? Warte, schlag mich hoch. Okay, perfekt. Lol, hier ist ein Ausgang. Aber wir würden ins Nichts fallen. Das wäre sehr gefährlich, wir würden wahrscheinlich sterben. Warte mal, ich will auch mal sehen. Oh Gott, weg da. Warte mal, wenn wir vielleicht hier... Ich glaube, das hat so ein paar Lücken hier. Wir sind, denke ich mal, im Mund, oder? Sollte der Mund sein, ne? Ja, klar. Ne? Warte mal, ich. Pass auf, ne? Aufpassen. Jetzt wird's gefährlich. Oh Gott, geh zurück. Alter, ich habe so Angst, ne? Oh, den hat's zerfetzt. Nein, jetzt immer noch nicht. Boah, wir haben wohl die Zunge ein bisschen wegzersprengt. Aber es ist Lava. Alter, von wo kommt die denn her? Nein, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir überflutet werden. Aber das ist fast zum Überlaufen. Sind wir immun mit dieser Rüstung? Wir sind immun. Warte mal. Ja, stimmt. Ich geh mal ganz kurz hier durch. Hier ist alles gut. Da oben, ich weiß nicht, ob wir da unbedingt weiterkommen. Ich glaube eher weniger, oder? Können wir? Ja, ich hab mal durchgeschaut, aber es sieht schlecht aus. Sag mal. Und, Leute, ich fall nicht! Alter, Hilfe! Wo bist du? Ich komm... Hier ist wohl eine Schwachstelle. Alter. Wo bist du, Pat? Ich bin hier unten, ich bin irgendwo runtergefallen. Nein, TNT! Hilfe! Ah! Wow! Alter! Pat, wo sind wir denn hier gelandet? Ich weiß nicht, irgendwo im Wasser wieder. Hä, der Enderdragon ist aber schon längst weg, ne? Ja. Oh Gott, in diesen Bären. Ich wurde angegriffen von einem Bären. Gott. Nee, das bist ja du, hä? Oh, der Creeper! Alter, ey, was ist denn hier los? Ey, was eine Nacht. Was eine Nacht. Skelette, überall Monster. Komm schnell in die Base. Wir sind nicht mehr sicher. Ja. Hier ist auch. Alter, diese Bären-Sounds, ich hab richtig Angst. Ich muss mich schlagen. Ja. Nein, was machst du? Das war ich nicht. Hä? Unsere Wände sind abgebaut. Alter, nicht, dass der Bär uns... Komm, ich geh... Nein, wir können nicht schlafen gehen. Was ein Albtraum. Ich muss... Oh, ich werd bewusstlos. So, Leute, das war's mit dem Leben in
einem Enderdrachen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, lasst jetzt schon mal an dieser Stelle eine positive Bewertung da und abonniert meinen Kanal für weitere Leben in Videos. Schreibt Vorschläge in die Kommentare und schaut auch bei Sinte vorbei. Da gibt es auch mega coole Videos. Der Link ist in der Beschreibung. Und ich wünsche euch noch einen mega coolen Tag, Leute. Bis morgen und ciao. Ciao.